So, servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 in unserem Landluft-Story-Projekt. Ihr seht schon, ich bin schon wieder hier am Weinberg unterwegs. Wir haben ja gestern Abend noch gemütlich zusammen gegrillt. War auch echt ein netter Abend. Ich musste aber ja heute Morgen um 7 schon wieder raus, weil der Veterinär ja da war. Ich muss echt sagen, ja, ich habe mir am Anfang echt gedacht, das könnte schlimm ausgehen, das Gespräch. Aber er hat sich wirklich alles kritisch angeguckt. Und hat schon gesagt, oh, es sind Welten, auch was wir mit dem Make-Roboter, dass der erneuert wurde. Ist ja natürlich kein Neugerät, habe ich ja schon gesagt. Ist ein Gebrauchtgerät, ist schon ein paar Jährchen alt. Aber halt ein ganz anderer Standard als das, was wir hatten. Die Tore alle neu. Die Fenster neu. Die ganzen Gitter innen drin neu. Das Einzige, was er gesagt hat, ist schon mit den Wassertrögen. Weil die waren ja ein bisschen rostig. Ich euch ja mal schnell zeigen, was er da zu beanstanden hatte. Da werde ich aber mal kurz hier runterfahren, weil ich bin nämlich hier dann auch mal hochgefahren und habe hier schon mal ein bisschen gemulcht. Aber das ist jetzt auch nicht so interessant, muss man sagen. Ich glaube, das werden wir noch öfters sehen, wie der Mulcher funktioniert. Ich fahre jetzt einfach mal ganz kurz hier runter. So, lass mal einfach hier stehen. Gehen wir mal hier vorne rein. So, weil hier hat er schon gesagt, hier die ganzen Gitter, das ist alles gut, dass wir das neu gemacht haben. Hier auch die Auslaufbox hier hinten, wo wir so die Tiere separieren können. Das hat er gesagt, ist alles gut. Hier natürlich, dass wir die alten Wassertröge hatten, wo hier noch ein bisschen rostig sind. Ja, gut. Das fand er jetzt nicht so ganz gut, aber hat gesagt, jo, ist in Ordnung, passt. Man sieht, dass man echt sich Mühe gegeben hat. Die Beleuchtung ist ja neu reingekommen. Es sind keine offenen Kabel da, nichts. Der ganze Stall wurde sauber gemacht. Auch die Buchten, dass wir die wieder so hergerichtet haben. Sehr gut. Dann natürlich auch, dass wir hier draußen den Hof hier gepflastert haben. War ja eigentlich die Auflage, dass wir das hier versiegeln, dass das Zeug nicht versickern kann. Die ganzen Rinnen, dass wir setzen konnten. Und er hat auch gesagt, er findet es positiv, dass der Hühnerstall hier weg ist, dass die Weide größer geworden ist. Das ist schon mal Pluspunkt. Auch hier mit dem Misthaufen da drüben. Also es war schon richtig, wie wir es gemacht haben. Klar, da kommt auch noch mal eine Rechnung davon. So ist es nicht, weil umsonst ist es ja auch nicht. Aber die Arbeit hat sich gelohnt und wir dürfen jetzt offiziell wieder Kühe halten. Und da bin ich echt sehr gespannt drauf. Weil da muss ich dann auch nochmal mit Herrn Meier mal telefonieren die nächsten Tage. Ich lasse es jetzt langsam angehen, dass wir Kühe geliefert kriegen. Ich muss mir da eh noch Angebote einholen, welche Sorte von Kühen hier am besten für uns wären. Oder natürlich auch unser Klima hier aushalten. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Aber ich wollte jetzt heute mal mit euch noch was ausprobieren. Und zwar habe ich hier im Schuppen ja noch so einen Wiesenstriegel hier gefunden. Und ich dachte mir mal ganz ehrlich, so ein bisschen durch unser Gras durchgehen, mal schauen, ob es was bringt. Ob wir dadurch ein bisschen besseren Bewuchs kriegen. Baden kann es, denke ich, nicht. Und wir könnten notfalls ja auch noch mit der Maschine sehen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt müssen wir erstmal die Schaufel mal abhängen. So, wartet mal. Da vorne ist alles entriegelt soweit. Das dürfte passen. Und jetzt heben wir mal die Maschine hinten noch ein bisschen weiter hoch. Weil die hat zwar die Rollen, aber muss ja nicht sein, dass wir die noch kaputt machen.
Grundlader lassen wir jetzt einfach mal dran. Weil den jetzt extra wegbauen zum Testen finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber das werden wir schon schaffen. Und ich habe mir mal gedacht, wir werden das einfach mal hier mit dem Stück Wiese testen. Hier am Weinberg. Was das so bringt oder nicht bringt. So, wartet mal. Gut. Ich glaube, ich habe soweit alles eingestellt. Dann werden wir jetzt hier einfach mal durchfahren. Und mal schauen, ob unser Gras damit gut aufgelockert wird. Oder nicht. Weil es ist schon ein bisschen ziemlich verpilzt, das Ganze. Müssen wir mal gucken. Wir sollten aber uns mal kurz auf der Ertragskarte mal angucken, wie das hier eigentlich alles notiert war. Weil, dass wir das auch besser verfolgen können. Das sollte ich ja schon mal ein bisschen eintragen. So. Dass hier die ganzen Werte auch übernommen werden, weil wir wollen ja uns stetig steigern. Und da wäre das natürlich schon gut, wenn wir da eine Übersicht dafür haben. So, da muss ich eigentlich rein. So, das alles einstellen, dass es hier passt. Einmal auf so viele Optionen. Aber das sieht gut aus. Und ich denke, damit können wir auch ein bisschen das Wachstum anregen. Aber wir machen es jetzt mit Absicht nur hier auf dem Stück. Mal zum Testen. Hier drüben haben wir ja noch die andere Wiese, was besser ist. Ob diese Wiese dann besser Ertrag liefert oder besseres Wachstum als die andere. Oder ob es vielleicht vollkommen umsonst war. Das werden wir sehen. Oh, natürlich hier im Hang ist schon wieder ein bisschen schwierig. Hier lupfen wir es mal lieber nicht, dass wir noch irgendwo festhängen. Aber es läuft aber auch ganz gut. Ich muss schon sagen, das passt schon. Aber was mir gerade noch einfällt. Ach Gott. Ich habe ja mit dem Dave ausgemacht, dass ich ihm noch die Silage noch einen Hänger vorliefern muss. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich es wieder fast vergessen. Das ist nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Ist da was? Wir fahren jetzt noch einmal runter am Weinberg entlang. Dann liefern wir erstmal die Silage, weil es ist ja echt nicht so genial. Wenn wir was ausmachen, dass wir die am Vormittag bringen. Und ich habe ja gesagt, gleich in der Früh, nachdem der Veterinär weg ist. Gut, dass der nicht weiß, wann der gegangen ist. Aber das sollten wir schon machen. Hätte uns ja auch immer geholfen, da können wir ihn jetzt nicht vergessen. Vielleicht braucht er es ja auch wirklich dringend. Fahren wir jetzt einmal hier vor. Dann lassen wir ihn erstmal stehen. Jetzt gehen wir mal einmal durch bis vorne hin. Jawohl.
Aber es funktioniert ganz gut. Ich bin guter Dinge. So, setzen wir mal hier alles ab. Auch hinten die Maschine ablassen. Jetzt fahren wir das Zeug schnell weg. Aber wir sperren natürlich ab. Wir wissen ja, was hier mittlerweile so los ist. Dass ich das alles schon beladen habe. Dass das hier eigentlich alles hier schon parat steht. Weil sonst hätte man da jetzt echt ein Problem. So. Oh, warte mal, die Schlüssel habe ich drin liegen. Ah, da, an der Seite liegt er schon. So, auf hier die Bude. Habe ich die Schläuche, die sind ja doch, habe ich noch alles angekuppelt, das passt. Jo. So. Dann fahren wir die Fuhre mal runter. Ich fahre lieber mit dem Hänger lieber hier oben rum. Nicht, dass uns der Hänger da hinten runterschiebt, obwohl wir haben ja den großen Fett jetzt dran, den sollte er eigentlich nicht wegkriegen. Und so groß ist der Hänger ja auch nicht. Aber ich fühle mich sicherer, wenn wir hier oben durchfahren. So. Bin ja mal gespannt, ob Dave überhaupt schon wach ist, weil er hat ja gesagt, er muss länger schlafen. Und sind wir mal ehrlich, so unter uns. Ich hat schon ein bisschen was gezwitschert gestern Abend. Muss ich schon auszugeben. Dass er noch heimgefahren ist, das war sowieso schon leichtsinnig genug. Aber ist halt bei uns so üblich gewesen. Ich hoffe nur, dass er jetzt wenigstens seinen Rausch ausgeschlafen hat, beziehungsweise wieder am Arbeiten ist. Aber ich sehe ihn noch nicht wirklich. Also, das sieht auf jeden Fall ruhig aus hier hinten. Aber gut, er hat ja schon gesagt, er möchte länger schlafen. Ich soll die Sache ausleeren und dann auch gleich befüllen. Kriegen wir ja hin. Aber hat er nicht gesagt, dass er seinen Radlader hier vorne stehen hat? Aber ist ja auch egal. Ich werde den jetzt einfach mal hier. Wenn ich es jetzt eh befüllen muss, werden wir das hier abkippen. Nochmal kurz, ich muss mal hinten schnell den Riegel aufmachen. Dann kippen wir das nämlich mal hier kurz aus. Ach, ich sehe schon, da hinten steht er. Der kleine Radlader. Den holen wir uns gleich. Fahren wir mit dem Traktor auf die Seite. Dann können wir das Ganze ja befüllen. Er hat schon gesagt, hier hat er ja zugemacht. So. Wir müssen mal eine größere Wendeschleife unterbringen hier, unser Dave. So. Ja, nochmal bin ich ja gleich wieder da. Warte mal, da vorne war das jetzt, dann hoffe ich nur, dass der Schlüssel steckt. Hä? Da ist er. Warte mal. Ja, die Tür ist zu. Jetzt, warte mal. Ach, da hinten hat er dann rein. Ja, gut. Das weiß aber doch auch jeder. Hätte er noch stecken lassen können. So. Nachdem er jetzt hier zugeparkt hat, müssen wir halt über die Wiese fahren. Aber das schaffen wir ja auch. Muss nicht. So ist es ja nicht. So. Der Sitz ist schon oft gewöhnungsbedürftig hier. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Er fühlt sich irgendwie komisch an. Und ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat bei dem Kubota hier. Aber das sieht er ja noch nicht mal vorne raus. Was ist denn das für ein Ding? Da musst du ja wirklich dich ganz vorbeugen, dass du da überhaupt was reinkriegst. Und, oh Gott.
Ja, gut. Gut, dass er da oben eine Verstärkung drin hat, aber das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn der Sache, oder? Den hat er ein bisschen zu klein gekauft. Aber gut, okay. Er hat es so angeschafft, machen wir es natürlich auch. Dann wird es einfach reingefüllt. Wenn ich mein Problem, ich sag mal ganz ehrlich, ihr wollt so, dann macht nur das auch so. Er wird schon wissen, wie das funktioniert. Ist ja auch seine Anlage. Muss mal mit ein bisschen Gefühl hantieren hier, dass man nicht gleich wirklich alles kaputt macht, aber. Oh oh. Vor allem nicht, dass man mit der Schläuche nicht hängen bleibt. Naja, aber das ist jetzt. Nicht so mein Fall, die Maschinchen hier. Aber die Schaufel ist eigentlich ganz gut. Die kann man ziemlich nah auf den Boden setzen. Naja, also die ist echt nicht verkehrt. Ah, was sitze ich denn hier? Was ist denn das? Das raschelt so. Das ist voll vollkommen unbequem, die ganze Nummer hier. Ich muss jetzt gleich mal schauen, auf was ich da sitze. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Lassen wir auch den Traktor hier mal den Radlader hier mal stehen. Mann, was ist denn das hier? Ah, das, da, sag mal, das ist ein Zettel. Liegt denn hier ein Zettel drin? Und warum auf dem Sitz, das habe ich vorher gar nicht gemerkt. Also, das ist schon eine ganz komische. Was ist das jetzt? Dann mal, komm, wir machen den mal auf. Machen wir auf und gucken mal rein. Wir haben den blöden Amerikaner. Der alles versaut hat. Das Geld wollen wir. Dann bekommst du ihn zurück. Aber nimm dich in Acht vor ihm. Will er mich verarschen? Ist doch ein schlechter Scherz, oder? Der will mich doch hier... Der will mich doch hier wirklich komplett verarschen mit dem Brief hier, oder nicht? Das kann es doch nicht sein. Das ist ein Witz. Weil, den blöden Amerikaner? Ja, eigentlich nur Dave sein. Wir sind ja die einzigen zwei, wo jetzt aus Amerika hierher gekommen sind. Der alles versaut hat. Das Geld wollen wir? Dann bekommst du ihn zurück. Das kann ja nur ein Scherz sein. Das kann nur ein Scherz sein. Also, jetzt mal, ehrlich jetzt. Wartet mal. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich glaube nämlich felsenfest, dass der mich hier echt verarschen will. Das Handy vor dem Traktor liegen. So, warte mal. Ich will mal aufsperren hier. Wo liegt es jetzt? Ah! Da oben. Ach, da ist es, da ist es, da ist es. Wieder zu. So. Dann rufen wir doch jetzt einfach mal bei dem an, weil das kann nur ein schlechter Witz sein. Das kann wirklich nur ein schlechter Witz sein, dass der hier schreibt. Warte mal, wo ist denn die Handynummer von dem? Da, Dave. Man doch. Dann wählen wir doch mal die Nummer. Mal, ob einer rangeht an dem ganzen Ding. Ja, schon schwierig. Es tut es auf jeden Fall, aber. Ja, was wollen Sie? Hä? Hallo? Wer sind denn Sie, wenn ich fragen darf? Rette mich! Was? Dave? Dave? Ja. Was bitte? 2 Millionen Euro und ihr Freund kommt frei. Wo soll ich denn die hier haben? Wollen sie mich jetzt komplett verarschen? Weiß ich. Oh, es folgt den Rätseln. Folgen Sie den Rätseln, gehen Sie mit den 2 Millionen Steinbruch. Oh nein. Haben Sie das verstanden? Ja. Wenn Sie die Rätsel gelöst haben, kommen Sie, rufen Sie mich wieder an. Hä?
fahren da rauf und dann kriegen sie ihren Freund wieder nach den 2 Millionen. Haben Sie dies verstanden? Wenn ich das Geld habe, rufe ich sie wieder an und wir treffen uns am Steinbruch? Genau, dann überweisen Sie mir das. Dann kommt Ihr amerikanischer Freund wieder frei. Haben Sie das verstanden? Ja, ich glaube schon. Gut. Und keine Schnüffeleien mehr. Haben Sie das auch verstanden? Die Rätsel und danach war es das. Dann ist Ihr amerikanischer Freund frei und wir gehen wieder weg. Haben Sie das verstanden? Ja, ja. Dann ist Ihr Land wieder frei von uns. Okay. Wir wollen nicht schaden. Wir wollen lediglich unser Geld. Haben Sie das verstanden? Ja, 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 ist in Ordnung. Was? Schnell. Ja, ja. Stell das nicht mehr aus. Ja, Dave, mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich drum. Ja, ja, es. Ja, okay, okay. Wiedersehen. Scheiße. Scheiße. Das ist gar keine Verarsche hier. Ja, die haben Dave. Die haben Dave. Die wollen 2 Millionen. Wo soll ich das Geld hernehmen? Ich soll die Rätsel machen. Ich soll die ins Geld bringen. Leute, das. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Echt nicht. Das ist ein bisschen zu viel, aber ich habe Dave gerade gesagt, ich helfe ihm. Helfe ihm da raus. Also irgendwie muss ich das mal hinkriegen. Aber ich muss mich jetzt mal erstmal sortieren. Ich muss mir die ganzen Rätsel nochmal angucken. Und dann schauen, was dabei rauskommt. Aber meine lieben Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, schaut auch gerne bei Rick vorbei. Bei VB Gaming ist auch verlinkt. Schaut auch gerne auf der Homepage vorbei, da ist ja die Rätsel drin. Und natürlich auch die Dürenroter Zeitung. Aber natürlich, wenn ihr wissen wollt, wie es wirklich weitergeht, würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.